Herr Nakamura, es freut mich und den Diogenes Verlag sehr, dass Sie nach Zürich gekommen sind. Nakamura-san, Zürich ni kitte itadaki, domo arigato gozaimasu. Watashi mo Diogenes-sha no minasan mo taihen ureshiku omotte orimasu. Sie sind zum ersten Mal in der Schweiz. Wie ist Ihr Eindruck? Suisu wa hajimete desu yo ne? So desu, hajimete desu. Donna inshou nan desu ka? Ya, no, Nihon de Suisu no imeji wa まあ、綺麗な街とあと銀行がいっぱいあるっていうのとかですね。あとはまあスキーとかチーズとか、まあ、いろんなイメージあるんですけど、実際来てみたらまあなんかすごいなんかおとぎ話に出てくるようなすごいもうメルヘンな夢みたいなそういう綺麗な景色ですごいびっくりしました。Okay. Ja, Herr Nakamura sagt, dass dass man Vorstellungen hat von der Schweiz, dass es ein schönes Land ist und dass es hier viele Banken gibt und so weiter. Aber wenn man wirklich hierher kommt, dann sieht man, dass es wirklich schön ist, dass es ihm erscheint, als wäre das wie eine Art Traum, wie ein Märchen. So einen Eindruck hat er von Zürich bisher bekommen, von der Schweiz. Gibt es auf den ersten Blick Unterschiede zu Japan? 一目でわかるような日本との違いといえば、ああもう建物の感覚が全然違います。はい、建物の作り方がもう全く違いますね。はい、もう日本は基本木とかなんですけど、あの石畳とかのその、だから日本の道はこう土とかもアスファルトが多いんですけど、石畳ですごい綺麗ですし、もう全然違いますね風景が。ああ、OK。Also was ihm besonders auffällt ist, dass die Art der Gebäude, die Bauweise ganz anders ist als in Japan und auch die Straßen. Es gibt hier sehr viele Pflastersteinstraßen und so etwas gibt es in Japan eigentlich nicht. Und das ist etwas sehr Spezielles in den Augen von Herrn Nakamura. Soeben ist von Ihnen das zweite Buch auf Deutsch erschienen, Die Maske. In Japan haben Sie in 16 Jahren, nein, ja, in 16 Jahren 18 Romane veröffentlicht. Woher nehmen Sie diese geradezu vulkanartige Energie? スリに続いて、アクト亀のルールのドイツ語版がつい先週出ました。日本では16年にわたって小説を18冊も出版されたんですが、はい、その中村さんの噴火山のようなものすごいエネルギーってどこから来るんですか？いや、エネルギーがあるかどうかわからないですけれど、まあ、テーマは全部自分の中から出てきます。で、これまで何を書こうか迷ったことが実は一度もなくて、アイデアがどんどんこう出てくるので、小説家の仕事はだから、これはなんか能力っていうよりは病気に近いと思います。いろんなものが浮かんでしまう病気だと思います。それで、どんどん出てくるので、どんどん書いてるっていうことですね。はい。Ja, er sagt, dass, weil er ist Schriftsteller und als Schriftsteller kommen ihm die Ideen einfach so und er betrachtet das fast so, als wäre das eine Krankheit. Wie kamen Sie zum Schreiben? 小説を書き始めたきっかけは？もともとあまり明るい人間ではなくて、で悩みが高校生とか もっとちっちゃい頃からも多かったので、それは文章で自分の悩みを書いたりしているところから始まって、でそれが詩になったりポエムですね、詩になったり短い小説になったりっていう、だんだんそういうふうになっていったっていう感じです。Es war so, dass er als Jugendlicher, ich weiß nicht, verschiedene, wie sagen, Sorgen, Probleme irgendwie also hatte und er schließlich anfing, diese aufzuschreiben. Und so fing das an und wurde eigentlich mit der Zeit immer mehr. Und aus diesem, das, was eigentlich die persönlichen Probleme war, das hat sich dann mit der Zeit eben in literarisch, nee, in, zuerst in Gedichte und dann in Prosa-Texte. Romane und so weiter verwandelt. Haben Sie literarische Vorbilder? Bungaku ni oite, toku ni inshou ni nokotta, eikyou o uketa sakka-san wa dare de shou ka? Ma, takusan iru desu keredo, ma, hitori ageru to suru to Dostoevsky desu ne. Es gibt viele, aber jemand, den er speziell erwähnen möchte, ist Fjodor Dostoevsky. De, Doitsugo-ken no sakka de iu to, Doitsugo-ken desu ne, Doitsugo no sakka de iu to, まあ、カフカとかトーマス・マンとか、
ゲーテ、グーテですね。あとは作家ではないんですけれども、あの精神医学の人で、あのフロイトとかユングの影響は強く受けてます。Ja, was die deutsche, also deutschsprachige Literatur betrifft, ist es vor allem, sind es vor allem Autoren wie Kafka, Thomas Mann. Und wenn man noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit geht, Goethe. Aber dazu kommt auch zum Beispiel ein Psychologen wie Freud oder Jung haben ihn auch sehr beeinflusst. Darf ich fragen, wie entstand die Idee zu Ihrem neuen Buch, Die Maske? Akuto kame no nuru te, motomoto dono yona idea kara umaretan desu ka? そうですね、難しいんですけれど、まずその、一人の悪になるように育て、あ、最初のきっかけですよね。きっかけっていうとね、難しいけれど、あのスリで木崎というキャラクターが主人公の運命を決めようとするんですけれど、そこから発展して一人の女性を遠くからこう見つめて、その人の人生の邪魔になるものを排除していくみたいな、でも存在は女性からは分からないっていうか、そういう存在をまず書こうっていうふうに思いました。Also, die Idee kam eigentlich von einem anderen Buch her, das, von Deep, der ja auch erschienen ist. Und da taucht ein Protagonist namens Kisaki auf. Und dieser Kisaki ist einer, der die Macht hat, das Schicksal anderer Menschen zu bestimmen. Und die Idee für die Maske war, wie es ist, wenn man eine Frau, quasi wenn man das Schicksal einer Frau bestimmt, aber aus der Ferne, so dass die Frau das gar nicht merkt. Und das war eigentlich die Hauptidee, also die Ursprungsidee für das Buch Die Maske. Ist die Familientradition des Geschwürs vollkommen fiktional oder gab es ein Vorbild? Kukike ni aru ja no dento wa Nakamura san ga kangaeta koto desu ka? Tsumari fiction desu ka? それとも現実上モデルになった何かありますか？これは僕が考えたフィクションなんですけれど、あのでも日本はあの戦争 の, あの第一次世界大戦ぐらいからあの大きな財閥がたくさん出てきたので、まあ、その中でもしもこういうことが起こったらという考えから生まれました。Also während dem Zweiten Weltkrieg gab es diese großen industriellen Clans, Wirtschaftsclans, die eine enorme Macht hatten, also sowohl wirtschaftlich auch, als auch in der Armee. Und er hat sich gefragt, er kann sich vorstellen, dass diese Art von Bösem oder von etwas Schlechtem in dieser Umgebung entstehen könnte. Was ist aus Ihrer Sicht das zentrale Thema des vielschichtigen Romans? Nakamura-san にとってその多層的な作品の核となるテーマは何ですか？一つはその人間の内面をどれだけ深く描けるかっていうことです。Ja, die Antwort ist, die Abgründe des Menschen ausloten. Das ist das eigentliche Thema, ne? Wie sehr kann ich die Abgründe der menschlichen Existenz ausloten? Und das ist für Nakamura eigentlich das zentrale Thema. Der Roman geht kritisch mit Terror und Gewalt in der Gesellschaft um, scheint aber Mord als Strafe zu legitimieren. Können Sie das menschlich verstehen? 社会の中のテロや暴力は批判的に描かれてますが、罰として悪人を殺してもいいと主人公が考えてます。その考えを中村さんは人間として理解できますか？いや、あの、悪人でも殺してはいけないと僕は思ってます。Nein, auch böse, auch Leute, die böse Dinge tun, die viel Übel in der Welt verbreiten, die darf oder sollte man nicht. Auch der Held, also der Protagonist der Maske, ist ja hin und her gerissen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Das bestimmt eigentlich seine ganze Existenz. 昔日本で高校生の少年がテレビでなんで人を殺してはいけないんですかって質問して社会が
大騒ぎになったことが昔ありました。つまり人を殺してはいけないことは当たり前なんですが、高校生がなんで殺しちゃいけないんですかってテレビで専門家に聞いたんですね。それにみんながびっくりしてっていう事件が昔ありました。今から10年ぐらい、まあ、もっと前ですね、もっと 10年以上前にそういうことがありました。 Vor etwa 10 Jahren ist am Fernsehen, hat am Fernsehen ein Jugendlicher irgendwie gefragt, warum es denn eigentlich nicht erlaubt sei, warum man jemanden nicht töten dürfe. Und diese Frage dieses Jugendlichen hat einen enormen Wirbel ausgelöst. Deshalb, 僕なりの答えを出したつもりです。なんで殺してはいけないのかっていうことを書いたっていう、そういう本です。Und Herr Nakamura versucht in diesem Roman, ohne den Begriff Gottes einzuführen, zu begründen oder deutlich zu machen, warum es nicht in Ordnung ist, selbst Menschen, die sehr böse Dinge tun, zu ermorden. Herr Nakamura, ich danke Ihnen für das Interview.中村さん、その素敵なインタビューをどうもありがとうございました。ありがとうございました。ダンケシュー。